Kennst du das? Wenn du merkst, jetzt müsstest du eigentlich zu Jesus stehen und die Wahrheit vertreten und du willst es eigentlich auch, aber es klingt dir nicht, irgendwie hast du einfach zu viel Schiss oder dir ist es peinlich. Der Paulus sagt in Römer 1, wir sollen uns für das Evangelium nicht schämen, weil es Gottes Kraft ist. Aber manchmal ist es so, dass man eben halt die Kraft nicht erlebt, weil man mit unserem selber gemachten Schwert umfuchtelt und weil unser eigenes Schwert irgendwie keine wirkliche Stosskraft hat, keinen Unterschied macht zu allem anderen. Wir möchten am 24.11., 24. November im Godi darüber nachdenken, wie dein Leben wirklich kraftvoll werden kann. Wie dein Leben Stosskraft bekommt, einen Unterschied macht, wo andere anstecken kann, wo selber einfach leidenschaftlich ist, kompromisslos ist. Darum lade ich dich ein, am Godi, 24. November dabei zu sein. Nicht im Pentorama, sondern in der evangelischen Kirche. Ich freue mich, wenn du kommst, wenn wir das miteinander erleben dürfen, wie Jesus unsere Herzen neu anzieht.